Sie wollen im Frühjahr 2022 die mündliche Steuerberaterprüfung ablegen und fragen sich, was Sie jetzt schon dafür tun können? Darum kümmern wir uns im heutigen Video. Ja, hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Video rund um das Thema Vorbereitung auf die mündliche Steuerberaterprüfung 2022. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Sie jetzt gerade vor ein paar Wochen Ihre schriftliche Steuerberaterprüfung hinter sich gebracht haben und jetzt so ein bisschen vor der Frage stehen, was mache ich denn eigentlich jetzt? Weil nach der schriftlichen Prüfung fällt normalerweise so ein Ballast von einem ab, da ist man erstmal ein, zwei Wochen glücklich und jetzt so langsam Ende Oktober, Anfang November sagt man, jetzt könnte ja die mündliche kommen, jetzt muss ich da auch noch ein bisschen was tun. Ich sage jetzt nichts zur Struktur der mündlichen Prüfung, wenn Sie daran Interesse haben, tun Sie mal unten kommentieren, dass Sie das interessiert. Dann mache ich dazu noch ein zweites Video, aber ich glaube, Sie wissen grundsätzlich, dass eine mündliche Prüfung einerseits aus einem Kurzvortrag besteht, andererseits aus Fragerunden. Ja, wie gesagt, wenn Interesse besteht, einfach mal kommentieren. Ich gehe aber mal davon aus, dass Sie wissen, wie das Ganze abläuft. Und jetzt stehen Sie halt vor dem Dilemma, was kann ich denn jetzt schon, sagen wir November, Dezember, denn machen im Hinblick auf meine Prüfung, die denn nächstes Jahr so auf mich zukommt. Und das muss man in meinen Augen ein bisschen teilen. Man muss sagen, es gibt nämlich so ja, 3 bis 4 Bereiche. Es gibt 3 fachliche Bereiche und einen Trainingsbereich. Der Trainingsbereich ist einfach der Kurzvortrag. Und hier gilt der Grundsatz, üben, 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 üben. Ja, also je mehr Kurzvorträge Sie machen, desto besser wird das Ganze für Sie funktionieren. Wenn dazu auch Interesse steht, dazu ein Video zu machen, auch bitte unten kommentieren. Jetzt gehe ich mal davon aus, wir kümmern uns jetzt heute mal nicht um diesen Kurzvortrag, sondern nur um diese thematischen Fragen, weil das jetzt das ist, was wirklich auch brennt, wo Sie jetzt auch ganz langsam mal in die Umsetzung kommen müssen und sich mal ganz langsam mit dem einen oder anderen Bereich im Steuerrecht auseinandersetzen müssen. Ich habe dazu eine kleine Folie vorbereitet, um das ein bisschen zu strukturieren, welche Themenbereiche gibt es denn für die mündliche Prüfung. Und im Endeffekt sind das 3 große Blöcke. Fangen wir mal ganz links an. Zunächst mit, ich habe es jetzt mal hier beschrieben, mit Themenfeldern. Das sind einfach Bereiche, die hätten theoretisch auch schon im schriftlichen Beraterexamen abgeprüft werden können. Die stehen auch im Gesetz so drin, dass das Teil Ihrer Prüfung ist. Aber standardmäßig werden die halt erst Richtung mündliche Prüfung vermehrt abgeprüft. Das sind zivilrechtliche Fragen, handelsrechtliche Fragen, Erbrecht, Berufsrecht, VWL, BWL, Insolvenzrecht und Europarecht. Ich nenne das jetzt hier mal so das theoretische Grundwissen, um das Sie sich jetzt nach und nach kümmern können. Das muss sitzen, zumindest mal so in Grundlagen. Also es verlangt keiner, dass Sie jetzt ein promovierter Volkswirt werden bis zur mündlichen Prüfung. Aber Sie sollten solides Basiswissen haben, dass Sie über das Thema Berufsrecht, VWL, BWL, Europarecht einfach mit jemandem diskutieren können. So eine mündliche Prüfung ist ein Gespräch und Sie müssen in der Lage sein, einfach mit der Person über das Thema reden zu können. Das setzt einfach Basiswissen voraus und das sollten Sie sich aneignen. Wie? Spielt überhaupt keine Rolle. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1, irgendwo einen Präsenzkurs machen, natürlich am besten bei der Neufachakademie. Ja, gibt es natürlich auch bei uns, gibt es aber auch bei jedem anderen Institut. Möglichkeit 2, das war der Weg, den zum Beispiel ich damals gemacht habe im Rahmen meiner Vorbereitung, Lehrbriefe sich organisieren. Auch da gibt es genug Institute, die das Ganze anbieten. Ja, da kriegt man die Theorie da über Wochen verteilt mit einzelnen Lehrbriefen nach Hause geschickt. Oder Möglichkeit 3, Sie kaufen sich die entsprechenden Bücher. Also es gibt genug Verlage. Ich hoffe, dass es jetzt keine Schleichwerbung ist, aber Schäfer-Pöschel Verlag ist zum Beispiel so etwas, der eine spezielle Reihe dafür hat, so eine rote Reihe, wo eben mündliche Steuerberaterprüfungsvorbereitung drin ist. Und Sie sollten sich dann die entsprechenden Bücher kaufen und halt gucken, wo habe ich denn hier Defizite. Also wer natürlich VWL oder BWL studiert hat, der braucht das natürlich jetzt nicht sonderlich lernen. Aber ich denke, da sehen Sie ja selber, okay, Sie haben da irgendwelche fachlichen Lücken. VWL, ja, da komme ich jetzt nicht so ganz mit klar. Da muss ich also was tun. 3 Möglichkeiten habe ich gesagt, Präsenzkurse, Lehrbriefe, Literatur. Also das ist so was ganz Wesentliches. Es wird auch zeitmäßig sicherlich ein großer Umfang für Sie, sich darauf vorzubereiten. Die 2. Komponente ist dann die mittlere, Aktuelles aus Wirtschaft und Politik. Das ist einfach erfahrungsgemäß so, dass das abgefragt wird. Vor allem die, ich sage jetzt mal, die Volkswirte im Rahmen der Prüfungskommission neigen dazu, mit Ihnen gern ja, Aktuelles durchzudiskutieren. Energiewende etc., was da auch alles auf uns zukommen mag. Preisentwicklungen, sagen wir jetzt mal, also das ganze Frage Gaspreis, Energiepreisentwicklung, das sind sicherlich thematische Bereiche, die wir jetzt durchdiskutieren können. Oder die höhere Inflationsraten, die in den letzten Monaten gekommen sind, sodass der Volkswirt auf die Idee kommt, lass uns doch ein bisschen was zum Thema Inflation abfragen. Und deswegen sollten Sie so grob wissen, was auf der Welt passiert. Wir haben ja auch jetzt gerade so eine neue Regierungsbildung. Wäre durchaus möglich oder wahrscheinlich, dass bis zu Ihrer mündlichen Prüfung ein neuer Finanzminister existiert.
beziehungsweise dass der halt seine Position neu begleitet, das wollte ich halt auch ganz grob wissen, okay, wer ist der neue Finanzminister, Finanzministerin, was steht im Programm der Parteien, wo entwickelt sich das hin, also so dieses ganze Thema Koalitionsverhandlungen, was steht da auch steuerrechtlich drin, das sollte man schon auf den Blick haben. Und deswegen auch Aktuelles aus Wirtschaft und Politik, das muss man einfach lernen oder sich nebenher aneignen. Da gilt ganz einfach das Prinzip, wer noch nie in seinem Leben eine Zeitung abonniert hatte, der sollte das jetzt tun, in meinen Augen, bis zur mündlichen Steuerberaterprüfung und jetzt nicht irgendeine Trivialzeitung, sondern ich sage jetzt einfach mal eine Zeitung, die dafür bekannt ist, einfach im Wirtschaftsteil und im Politikteil stark zu sein. Da gibt es ja entsprechende Medien, da will ich jetzt mich gar nicht reinbegeben, irgendwelche falschen Aussagen zu treffen, aber hier sollten Sie halt eine entsprechende Zeitschrift, seriöse Zeitschrift abonnieren, formulieren wir es einfach mal so. Und dann die dritte Komponente, sehen Sie hier ganz recht, ganz rechts, aktuelles aus dem Steuerrecht. Das ist einfach erfahrungsgemäß so, dass in mündlichen Prüfungen vor allem das Aktuelle aus dem Steuerrecht abgeprüft wird. Also Gesetze, da haben Sie jetzt dieses Jahr tatsächlich Glück, weil es wird wahrscheinlich kein Jahressteuergesetz geben. Aber es gab sowas wie zum Beispiel ein KÖMOG, ein Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz. Das war für Ihre schriftliche Prüfung noch relativ egal. Für die mündliche Prüfung, sage ich mal, ist das dieses Jahr absolut relevantes Thema, über das Sie sich da auf jeden Fall Gedanken machen müssen. Genauso aktuelle BFH-Rechtsprechung, was da passiert ist. Ja, vor nicht allzu langer Zeit EuGH in der Umsatzsteuer ein schönes Urteil getroffen zur Zuordnungsentscheidung, ob diese Frist 31.07. eigentlich noch gilt oder nicht. Ich hoffe, die meisten wissen, von was ich rede. Also wenn Sie schriftliche Prüfung gemacht haben, sollten Sie das einordnen können. Da gab es jetzt das EuGH-Urteil. Das sollten Sie dann auch mitdiskutieren können. Und es ist einfach so, dass ich diese aktuelle Rechtsentwicklung im Steuerrecht bis zur mündlichen Prüfung auf dem Schirm haben muss. Das ist ganz, ganz häufig so, dass man eben auch Fragen stellt in der mündlichen Steuerberaterprüfung, die auf aktuellen Urteilen basieren. Also es wird jetzt sicherlich keine Hop- oder Top-Frage werden, sondern am Motto, kennen Sie das Urteil oder nicht? Sondern man erarbeitet sich dann mit Ihnen, zum Beispiel jetzt Zuordnungsentscheidungen in der Umsatzsteuer, einfach dieses neue EuGH-Urteil. Und das sollten Sie halt wissen, dass es da ein neues Urteil gibt. Das hilft einfach so, um fachlich fit zu bleiben und auch, dass Sie wissen, was da einfach abgefragt werden kann. Also muss ich mich aktuell im Steuerrecht fit halten. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, lesen Sie Bundesgesetzblatt, beziehungsweise überwachen Sie das, aber aufgrund der Regierungsbildung ist ja gerade das Gesetzgebungsverfahren relativ still. Deswegen würde ich Ihnen ganz dringend empfehlen, trotzdem aber die BMF-Schreiben zu verfolgen. Das bedeutet, regelmäßig mal auf der BMF-Seite entweder vorbeizuschauen, einfach zu gucken, was gibt es für neue BMF-Schreiben, beziehungsweise auch den Newsletter vom BMF mal abonnieren. Dann kriegen Sie die ganzen Schreiben per E-Mail und damit Sie wenigstens wissen, was wird denn da gerade geregelt. Also gerade KÖMOG gab es vor ein paar Wochen einen Entwurf, also diesem 1a-KSTG. Das wird mit ziemlicher Sicherheit noch dieses Jahr ein BMF-Schreiben werden. Das sollten Sie kennen, dieses BMF-Schreiben. Das ist einfach prüfungsrelevant, dass man zu dieser Thematik BFH ähnlich. BFH macht ja jede Woche neue Entscheidungen, die werden immer donnerstags dann auf seiner Homepage veröffentlicht. Ich würde mir angewöhnen, auch einmal die Woche beim BFH vorbeizuspicken, mal zu gucken, was für neue Verfahren sind denn da entschieden worden und auf alle Fälle die Verfahren, über die es Pressemitteilungen gibt, also die findet man auf der Homepage des BFH, die dann auf jeden Fall zu verfolgen. Es schadet auch nicht, die Leitsätze der anderen Urteile mal zu lesen. Und wenn Sie sagen, boah, das Urteil hört sich interessant an, auch mal kurz das Urteil einfach querlesen, dass Sie einfach wissen, was denn so passiert. Das ist zum Thema aktuelles Steuerrecht zu sagen. Ja, und jetzt sehen Sie da rechts unten noch was, das nennt sich Neufang Online. Was ist denn der Blödsinn? Das ist einfach ein kleiner Service, den ich Ihnen hier anbieten will. Weil diejenigen, die bis jetzt durchgehalten haben, für die ist ja wirklich die mündliche Steuerberaterprüfung, glaube ich, interessant. Und wir haben einfach einen kleinen Service für Sie vorbereitet, wo wir Sie unterstützen wollen, damit Sie sich auf die mündliche Prüfung vorbereiten können. Hintergrund, wir sind ein Fortbildungsinstitut. Das heißt, wir machen ständig Fortbildungen im steuerrechtlichen Bereich und wir haben dazu eine Online-Plattform vorbereitet, über die Sie sich quasi auch ein Stück weit über das aktuelle Steuerrecht informieren können. Normalerweise ist diese Plattform kostenpflichtig für Sie. Weil Sie sich jetzt auf die mündliche Prüfung vorbereiten, machen wir einen kleinen Testzugang. Bis 1. April nächstes Jahr dürfen Sie das nutzen. Voraussetzung, Sie versichern mir, dass Sie die schriftliche Steuerberaterprüfung im Oktober abgelegt haben. Ich will jetzt nicht, dass ein fertiger Steuerberater die Plattform da 6 Monate umsonst nutzt, sondern das ist wirklich ein Service für die angehenden Berufskollegen, angehenden Berufskolleginnen, denen wir das anbieten. So, wie funktioniert das Ganze technisch? Relativ leicht. Ich nehme Sie dazu einfach mal wieder kurz mit auf den Bildschirm, sodass wir uns darüber unterhalten. Sie gehen einfach in den Browser Ihrer Wahl und tippen jetzt hier einfach mal ein, neufachakademie.de und jetzt, wie Sie es hier oben auch schon sehen, /Prüfung 2022.
Ja, also Prüfung klein geschrieben und mit UE geschrieben, also nicht mit Ü beziehungsweise U-Umlaut, sondern wirklich Prüfung 2022. Dann kommen Sie da auf einer Seite raus, da steht dann Vorbereitung, mündliche Steuerberaterprüfung etc. pp. Und da heißt es, unser Prüfungsgeschenk für Sie, jetzt Zugang sichern. Und dann können Sie sich da draufklicken, kommen Sie dann zum Formular und dann einfach Ihr, Sie sehen auch, das reicht mit Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse. Dann werden Sie freigeschaltet. Ja, Sie brauchen sich aber keine Sorgen machen, steht auch nochmal ganz deutlich dran. Das ist kein Abo oder irgendwas, sondern das ist einfach ein Account, der bis 1. April 2022 kostenlos freigeschalten wird. Und dann haben Sie Zugriff auf Neufang Online und können sich über Neufang Online informieren. Was das heißt, gucken wir uns gleich auch noch an. Und dann gehe ich nochmal zurück auf diese Seite hier, Neufang Akademie Prüfung 2022. Ich tue die auch in der Videotextbeschreibung unten noch verlinken. Dann sehen Sie hier unten auch zunächst mal ein kleines Einführungsvideo zur Neufang Online und dann aber auch empfohlene Inhalte. Und das werde ich pflegen bis zur mündlichen Steuerberaterprüfung. Also die Liste wird länger. Und da stehen dann drin, dass ich Ihnen sage, auf Neufang Online würde ich Ihnen empfehlen, den Artikel XY zu lesen. Ja, also zum Beispiel hier würden Sie sehen, Beratungspraxis 9. Wir kommen gleich drauf, was das ist. Das KÖMOG, das Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz, das würde ich Ihnen empfehlen zu lesen. Hier ist ein Link zum Artikel. Und da ist ein Video, das Sie diesbezüglich auf der Plattform angucken können. Ja, also dass Sie die Artikel dann finden. Ich tue das immer zum Monatsersten aktualisieren, also jetzt demnächst kommt da entsprechend drauf, November 2021, was ist denn da relevant? Ich gucke immer, dass es am 1. des Monats entsprechend schon draufsteht. So, das heißt also, Sie wissen jetzt, wie Sie sich in Neufang Online registrieren, nämlich über diesen Klick hier. Sie wissen auch, was Sie in Neufang Online lesen sollen. Also ich bitte Sie, Sie können auch alles andere lesen, natürlich. Je mehr Sie wissen, desto besser. Aber das ist das Minimum, wo ich sage, das sollte man wissen an aktuellem Steuerrecht, wenn man in die mündliche Steuerberaterprüfung reingeht. Mehr zu wissen ist nie verkehrt. Also Sie können auch alles andere Neufang Online querlesen, überhaupt keine Frage, wenn Sie sich steuerrechtliche Fortbildung wollen. Aber das ist das Minimum, was Sie hier auf der Homepage entsprechend finden, unter diesem Bereich empfohlene Inhalte. Wirklich das Minimum. Ohne das würde ich nicht in die Steuerberaterprüfung gehen wollen. So, wir kommen jetzt auf Neufang Online drauf. Ja, entweder Sie gehen hier ganz unten hin auf Zugang Neufang Online, zu Neufang Online wechseln, oder Sie gehen einfach über den Browser und tippen ein online.neufang-akademie.de, so wie es hier auch schon steht. Ja, da gehen wir nochmal rein. Sie kommen jetzt hier raus. Bei Ihnen steht normalerweise hier oben rechts einloggen. Ich habe mich jetzt noch schon mal eingeloggt. Also hier oben rechts, wo wir hier ausloggen steht, müsste bei Ihnen entsprechend einloggen stehen. Ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, wie Sie sich registrieren, ja, kostenlos. Dann kriegen Sie also Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort und dann können Sie sich mit den Zugangsdaten hier entsprechend freischalten. Die Freischaltung erfolgt automatisch, also das rutscht einfach durch, wenn Sie über den Link sich entsprechend registrieren. Dann wissen Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort und können sich hier tummeln auf dieser wunderschönen Plattform, die sich aktuell noch ein wenig im Ausbau befindet. Und für Sie sind eigentlich zwei Sachen wichtig. Zunächst mal der Bereich Magazine. Da sehen Sie, es gibt mehrere Magazine für Sie relevant, Beratungspraxis, weil das einfach unser Magazin ist für die Fortbildung bei Steuerberatern. Also klicken Sie hier drauf auf Beratungspraxis und da sehen Sie jetzt da monatlich die Ausgaben, was momentan alles bis Oktober ist veröffentlicht, bald kommt, wie gesagt, der November noch dazu. Und dann können Sie hier zum Beispiel reingehen in 9, also September-Ausgabe und würden dort die entsprechenden Artikel finden. Hier sehen Sie Optionsmodell Körperschaftsteuer, Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, also die Artikel. Da unten finden Sie noch Kurzhinweise, also irgendwelche BFH-Urteile und wichtige Urteile, Verwaltungsanweisungen, was wir eben da entsprechend aufbereitet haben und können die Texte durchklicken. Sie können den Text da angucken und sehen dann da Sachen drin. Immer wenn Sie was Orangenes sehen, sind das Sachen, die wir nachträglich hier eingearbeitet haben. Hier zum Beispiel, ich habe es vorhin erwähnt, das KÖMOG, das gibt zwischenzeitlich einen BMF-Entwurf, den habe ich nachträglich eingefügt. Und dann ist hier einfach top aktuell der aktuellste Beitrag zu diesem Thema, den wir gerade haben. Und dann können Sie sich da durchklicken. Wer sagt, nö, ich will das lieber irgendwie als PDF lesen oder sowas, der hat auch die Möglichkeit, hier auf das Magazin draufzugehen, PDF-Dokument zu erstellen und dann ganz normal das als PDF-Dokument entsprechend sich anzuschauen. Das wäre also für die Leser unter Ihnen, die sagen, ich will das Ding lesen, ich möchte es konsumieren, ich will mir was anstreichen etc. pp. Aber es gibt ja auch noch Videovorträge zu der ganzen Situation und das finden Sie natürlich auch auf Neufang Online. Bloß anstatt auf Magazin zu gehen, klicken Sie bitte hier oben auf Video, klicken auf Beratungspraxis und dann kommen Sie hier raus. Und dann sehen Sie, hier sind die Videos drin, immer schön aktualisiert nach Monaten. Das Aktuellste ist jetzt mal hier drauf.
Und unter Archiv würden Sie dann entsprechend auch die alten Ausgaben finden. Also Sie sehen, die können da relativ weit zurückgehen. Ihre Accounts sind zeitmäßig freigeschaltet, dass Sie auch das alte angucken könnten. Wer es schon immer mal gesagt hat, was weiß ich, das Digitalisierungspaket in der Umsatzsteuer, diesen 3C oder irgendwas, habe ich nie verstanden, das OS-System. Dazu finden Sie auch hier was. Sie haben einfach den vollen Zugang bis April 2022, sich das Ganze kostenfrei anzugucken. Ja, und dann würden Sie halt hier nach Monaten sortiert entsprechend die Themen finden. Also zum Beispiel hier Beratungspraxis 9, war ja im Heft 9 auch drin, das KÖMOK. Und dann finden Sie hier das Video dazu. Ich starte es jetzt mal nicht. Sie sehen, da tut der Herr Schmidt und ich Sie eine Stunde 20 Minuten durch das Thema durchführen. Hier rechts gibt es dann hin und wieder auch noch Kapitelnummerierungen, sodass Sie auch sehen, wo was ist. Wenn Sie also sagen, boah, der hat doch irgendwas gesagt, Behandlung, Eigenkapital, da muss ich nochmal rein. Da würden Sie das dann entsprechend finden. Also das mal hierzu. Wichtigster Link, wie gesagt, war neufahrakademie.de und dann Prüfung 2022. Da finden Sie alles Weitere. Da ist auch noch eine kleine Anleitung für Sie drin, wie man den Neufang online entsprechend benutzt. Im Endeffekt genau das, was ich jetzt hier über das YouTube-Video gesagt habe. Ja, ansonsten danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen viel Vergnügen auch mit Neufang Online und vielleicht sehen wir uns demnächst mal wieder als Berufskollege, als Berufskollegin, würde mich sehr freuen. Danke fürs Zuhören, viel Spaß beim Lernen und viel Erfolg bei der weiteren Prüfungsvorbereitung und bis zum nächsten Mal.